Leute, moin moin. Wir sind wieder in Ostfriesland unterwegs und zwar am Uphuser Meer. Und wir haben heute mal einen echten Ostfriesen hier und zwar den Wilhelm. Und der Wilhelm, der hat sich selbst ein Boot gebaut. Und auf diesem Boot werden wir heute mal über das Uphuser Meer so ein bisschen schippern bei lecker ostfriesischem Tee und köstlichem Gebäck. So, Wilhelm, erzähl doch mal, wie ist das jetzt hier mit dem Garten? Das war ursprünglich, war das einen halben Meter schmaler, das Boot. Ja, okay. Da habe ich jetzt vor 3 Jahren an jeder Seite 25 cm angesetzt. Aha. Das sind die Seitenteile. Aha. Aus Tränenblech, aus 5 mm. Aha. Aluminium, ALMG3. Aha. Alles mitgeschweißt. Das ist alles, nein, Fülldrahtschweißen haben wir das gemacht. Ja. Okay, ja. Und zwar mit MIG-Schweißen war das nicht so günstig, nee, weil das Gerät dafür hatten wir nicht zur Verfügung. Aha. Ja, muss ja auch dementsprechend Power drauf haben. Ja, sicher, sonst geht das nicht. Und ich kann das sowieso nicht, dazu habe ich eine viel zu unruhige Hand. Okay. Ich verschmore nur die Wolframstützen. Ja, ja. Und der Kai, der das gemacht hat, der ist mit dem Füllradgerät da durchgelaufen, da konntest du gar nicht hingucken, hundertprozentig. Ja. Ja, super. Ja, das ist klasse. Und wie bist du auf die Idee gekommen, sowas hier zu bauen? Wir waren vor knapp 20 Jahren, waren wir mal in Amerika, in Tennessee. Und da auf den Stauseen haben wir sowas gesehen, allerdings in ganz anderen Dimensionen. Da war das ganze Boot der Aufbau von einem der Doppelrumpfboote, die da schwammen. Das sind ja auch Riesentümpel da. Und die Idee ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und da habe ich mir irgendwann ein paar Jahre später habe ich gesagt, so, da war ich noch in Lohn und Brot. Der Alupreis war günstig, der Tagespreis. Dann bin ich zum Einkauf hingegangen bei uns in der Firma, habe gesagt, du bestell mir mal ein paar Tafeln von dem Blech. Ja. Lass die hierher liefern. Und dann habe ich mir die auf den Anhänger gepackt und habe bei uns in der Firma ging das nicht mit dem Schneiden, weil wir da kein vernünftiges Gerät für hatten. Okay. Und dann habe ich durch einen Bekannten in einer Firma, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da haben wir das geschnitten, die haben eine große Schere und eine große Presse, also eine Kantbank. Mhm. Und haben die Dinger vorgekantet, habe ich das Ganze wieder auf den Anhänger gepackt, zu mir nach Hause in der Garage in der Stadt. Mhm. Und habe das innerhalb von, ich kann sagen, 2 Monaten so zusammengebrutzelt. Krass, nicht schlecht. Und dann haben wir das ganze Teil auf den Anhänger gepackt, da hatte ich etliche Kollegen dabei, mit 12 Mann waren wir, so ein Autotransportanhänger und haben das da drüben auf der anderen Seite hingefahren, ins Wasser geschmissen, es schwamm. Ich bin alleine mit meinem jüngsten Sohn hier rüber gefahren, da hatte ich noch die Bude da hinten, wo die beiden immer gewohnt haben. Und dann haben wir ordentlich gefeiert und haben dann mit den ganzen 12 Leuten an Bord hier eine Runde gedreht. Und dann kriegst du eine Registriernummer und das war's. Krass, okay. Und dann darfst du hier rumfahren. Und dann darfst du hier mit uns fahren. Ja, das ist doch super. Perfekt. Ja. Dann hast du keine Probleme. Das ist nicht so wie am Bodensee, wo du eine Bodenseezulassung haben musst und so ein Krempel. Das ist ja nur Geldmacherei. Ne? Muss man damit zum TÜV? Nee. Das reicht. Super. Das wird erst eng, wenn ein Unglück passiert. Ja, ja, dann. Dann wird gesagt, hier da, oh. Aber bis jetzt ist das noch nicht passiert. Oh, ja, Vater, du sitzt hier schon mit Kaffee und Kuchen. Nee, Tee und Kuchen, ne? Tee. Nee, ich krieg ausnahmsweise Kaffee. Ja, okay. Wer kriegt den Kaffee? Ostfriesisch ist dann Tee, ne? Was habt ihr für Tee? Chile. Was ist das für Tee? Chile-Tee. Aha. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das ist bestimmt lecker. Und der Kuchen sieht auch gut aus, ne? Den hat Mama gestern Abend noch gebacken. Ja? Ja. Richtig. Oh, und der Kaffee, der duftet schon. Oh, Donnerwetter nochmal. Richtig schön. Da geben wir noch einen Schuss Milch dazu. Ich kriege eine Portion und muss ich alles 5-mal nachfüllen. Ja. Fürstlich. Hier. Ich sehe das Ganze bis St. Markus. Guck mal hier, so sieht Tee aus. Ja, das macht der Wolfgang ja auch. Der rührt und rührt und rührt. Ja, ich habe da Honig drin unten. Der muss ich auch auflösen. Und dann kommt, dann guck mal hier, das ist mit der Sahne. Ich versuche das mal. Da mach nicht so viel Sahne, du weißt ja. Pass auf. Ich hab Intoleranz. Das ist Kaffeesahne. Wie davon? Ja, das habe ich gemischt. Das ist Milch und Kaffeesahne. Guck. Das ist cool. Und jetzt sollte das, guck hier, das gibt die kleinen Wölkchen. Ach so. Ja. Warte, ich guck mal. Genau. Da
Gerne. Noch ist was da. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich habe heute die ersten 6000 Schritte irgendwo hier in der Walachei gelaufen. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Unser Kapitän der Wilhelm hier. Wahnsinn. Hier, wenn du hier auf den Grund guckst, ja, überall die Fadenalgen. Ja. Hier, alles voll. Und das kommt, weil hier das Wasser, die Entwässerung durch den ganzen Hamrich, wird hier durchgepumpt. Aha. Und das wird gedüngt, gedüngt, gedüngt. Da wird Gülle rausgefahren. Okay. Tonnenweise. Aber das ist nicht, liegt nicht an den Bauern, dass das hier so überdüngt ist, das Wasser. Aha, okay. Weil das Oberflächenwasser wird ja durch die Gräben hier entsorgt, ne? Ja. Ja. Und das Wasser selber hier steht ja, es sei denn die Pumpen. Ja. Ansonsten ist das ein stehendes Gewässer, also bleibt die ganzen Nährstoffe bleiben ja hier drin. Ja. 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 So. Oh, jetzt gehen wir hier eine harte Kurve rein. Das finde ich auch eine ganz schicke Bude. Hier rechts. Oh ja. Oh, ist das herrlich. Ne, Vater? Besser kann das doch nicht sein, oder? Okay. Hör mal. Da kannst du nur von träumen. In town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Ich kann hier nicht so dicht unter Land lang fahren, weil das hier so ja, flach wird wieder und siehste? Voller Pflanzen sitzt. Fahren wir hier in den Kanal rein, Freunde. Das sieht richtig gut aus. Wunderschön. Sieht aus wie im Dschungel, ne? Ja. Ja. Vor allem so nah an den Häusern, ne? Das wäre nett, wenn du dich nicht direkt vor ja, meine Nase stellen würdest. Danke. Dann kann ich auch ein bisschen was sehen. Ja. Sonst zur Abwechslung kommt das nicht so gut. Ist das, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, das stimmt. Oh, schönes Boot ist das. Ja, das ist ein kleines Motorboot. Da kommst du gerade mit unserer Brücke durch. Eine Brücke? Ich sagte, nee, da fahren wir nicht unter durch. Nee. Da muss ich hier klappen, dann müssen sie sich alle hinlegen. Ja. Moin. Moin. Das ist auch süß. Herrlich. Guck mal, so schön ist Ostfriesland. Hätte ich echt nicht gedacht. Das ist echt richtig, richtig schön hier. Warst du mit denen denn schon am großen Meer? Ja. Ach so, ja, da haben sie doch schon einiges gesehen. Aber am kleinen Meer war der nicht, wa? Moin! Moin! Ja. Ja, wir machen kleine Rundfahrt. Die Düsseldorfer wollen mal was von Ostfriesland sehen. Aber wir drehen hier gleich vor der Brücke. Wird natürlich ein bisschen eng, aber ich glaube, ich kriege das hin. Ansonsten muss einer aussteigen und sonst fest. Den Rest müssen wir schwimmen, was? Den muss uns einer umdrehen, ne? Also ich weiß eins, ich würde sofort absaufen. Ach, wart. Ja, ich kann nicht schwimmen. Ne? Ein bisschen. Das stellt sich hin. Unter Wasser am besten die Jacke ausziehen. Ja, unter Wasser am besten die Jacke ausziehen. Guck, da ist der Leuchtturm.
Jo. Ein Mück. Ein Mück. Moin. 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 Ihr habt da gut hier. Ja, guck mal jetzt gleich hinter dir. Rechts die neue Bude, das ist ein geiles Teil. Ja? Die ist ganz neu gebaut, die Hütte da. Aha. Ist eine Stange. Ja? Eine Stange? Der wollte wieder so, dass ich muffe kriege. Ja, sicher. Boah, jetzt legt er aber einen rein. Jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas hier. Nee, darf ich nicht. Das Haus vom Schmicki. Das kannst du jetzt nicht sehen. Ne? Nee. Ist das so weit noch? Krass. Ne, nicht weit, das ist verdeckt. Siehst verdeckt. Du das rote Dach da hinten? Ja, ja. Das erste rote Dach und dahinter ja. Sind das vielleicht noch so 100 Meter. Aha. Wir sind jetzt in Südkorea. Da sind ja, wir ja. Das ist so aufgeteilt. Da ist Nordkorea. Ja. Wir wohnen am Mittelmeer und das ist Südkorea. So nennen die Meerfahrer das hier. Es ist so. Ich glaube dir das. Meerfahrer. Ja, haben wir sonst bei Windstille richtige Marschgeschwindigkeit und jetzt kommst du kaum vorwärts. Siehst du das? Ja, ist richtig windig. Ja. Wolfgang, ja. Ins Wasser gucken. Ja. Ja, siehst du die Pflanzen hier? Ja. Das ist ein richtiger Teppich, ja. Wo wir jetzt durchfahren hier. Und ja, die kriegst du sowieso eine Staube, das bleibt dir nicht aus. Weil kann das sein, dass es einen kleinen Bums gibt? Mhm. Weil der Wind drückt uns hier an die Seite dann. Hopp, hopp. Siehst du? Jawohl. Hab ich doch gesagt. Sag ich erstmal danke, Wilhelm, für die schöne Bootstour. Das war auf jeden Fall mal was richtig Spektakuläres. So was habe ich noch nicht erlebt. Und ja, es ist auf jeden Fall hier sehenswert und auch ein schönes Urlaubsgebiet. Ne? Da ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, so wohnen wir hier. Ja, ne? Wo andere wir Urlaub uns, machen, da wohnen wir. Wir haben uns gesagt, wir wollen im Urlaub nur noch Urlaub haben. Ja, ne? Ja. Und das habt ihr geschafft. Und das haben wir geschafft. Super. Ja, klasse. Und Vater, dir hat es auch gefallen? Ja, ausnahmsweise. Ja? Ich war nämlich heute schon, also ich würde mal sagen, zum zigsten Mal war ich heute schon dabei. Ja. Und ich kann nur sagen, ein herzliches Dankeschön an Wilhelm. Ach, ja. Und er ist also wirklich einer, der mit Leib und Seele alles gibt, was möglich ist. Und das hat er heute auch wieder gezeigt. Ja. Und Grüße aus Wilhelmshaven. Wir sind raus mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Und nochmal danke an Wilhelm. Ja, bitte, bitte. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Danke, bitte. Macht es gut. Ciao, ciao. Wir sind raus. Bis auf den Sonnenbrand. Glück auf. Ciao.